Hi, ich zeige dir heute, wie ich ein Glas fotografiere, und zwar das Ganze mit einem Eiswürfel, der in das Glas hineinfällt. Das hier ist Teil einer kostenlosen Probelektion von Highspeed-Fotografie. Wenn dich das ganze Thema also interessiert, dann schreib einfach in die Kommentare und schick's Freunden und Bekannten, die es ebenfalls interessiert. Und ja. Schreib mir deine Fragen in die Kommentare, denn so habe ich eine Möglichkeit, eben dir dann zu schreiben, was oder dir dann eben in zukünftigen Tutorials zu zeigen, wie das Ganze funktioniert und was man machen kann mit Highspeed-Fotografie. Ich habe hier solche Eiswürfel. Das sind Acrylglas-Eiswürfel, die gibt es ganz günstig bei Amazon. Und ich habe das noch zu Zeiten der Highspeed Challenge, die du in meinen anderen Videos findest. Das war eine Serie, die ich gemacht habe, sehr umständlich gemacht, weil hätte ich damals schon solche Würfel gehabt, die nicht schmelzen, dann hätte ich das natürlich mit diesen hier gemacht, weil es wesentlich weniger Sauerei macht mit solchen Acrylglaswürfeln. Du merkst allerdings auch die Qualität. Also die hier sind günstig. Man merkt hier, an den Ecken sind so kleine Schönheitsfehler. Es gibt sehr teure solche Acrylglaswürfel, aber ich glaube, die haben so um die 6 € gekostet. Die waren auch hier in so einem Beutel mit drin. Von daher, es ist aber auch okay. Diese Schönheitsfehler, die kann man nämlich dann später in Photoshop ein bisschen korrigieren, wenn es denn wirklich überhaupt sein muss. Der Plan heute ist also, hier dieses Glas zu fotografieren. Und ich werde später einfach den Eiswürfel so halten und in das Glas hineinfallen lassen. Und dann wird es natürlich hier so ein Spritzer nach oben geben. Also im Grunde sowas wie Splash-Fotografie. Ich habe meine Kamera bereits aufgestellt. Ich fotografiere heute mit der Canon 5D Mark III. Das ist eine Vollformatkamera und ausgestattet ist sie heute mit dem 100 mm Makro von Canon. Das ist eine durchgehende Blende von 2,8, mit der ich aber heute nicht fotografieren werde, sondern ich werde heute mit Blende 8 fotografieren. Außerdem vorne drauf auf der Linse ist ein Polfilter. Wenn dir das alles nichts sagt, kein Problem, schreib es einfach in die Kommentare und ich weiß in Zukunft ganz genau, was ich dir für Content bieten kann. Falls du tatsächlich noch am Anfang stehst und kann dir dann ganz bestimmte Inhalte eben geben. Das ist, wie gesagt, eine kostenlose Probelektion und natürlich kannst du dann noch nicht alles wissen und das verlangt auch keiner. Zu meinem Lichtsetup, im Grunde ist es so, dass ich hier einen Reflektor habe. Dieser Reflektor reflektiert dieses Spitzlicht. Spitzlicht oder Rimlight, wie man im Englischen sagt, ist deswegen wichtig, weil es das Subjekt, also oder das Objekt der Begierde, in dem Fall dieses Glas, vom Hintergrund abhebt. Denn hier reflektiert auch Licht nach vorne, allerdings nur als ja, weißer Hintergrund, deswegen kommt es nicht ganz bis zum Glas und man muss mit so einem Rimlight nachhelfen. Ein Rimlight hier im Studio habe ich ebenfalls gesetzt und mein Rimlight im Studio ist dieses Licht da hinten. Das siehst du wahrscheinlich hier bei mir. So in etwa wird das dann später auch aussehen. Wie also erwähnt, mein Lichtsetup ist einfach hier dieses Aufhelllicht. Das ist im Grunde eigentlich nur ein Reflektor, der, wie gesagt, das Rimlight reflektiert. Das Rimlight geht auf das Glas und teilweise dadurch hindurch. Es geht auch am Glas vorbei, trifft auf diese weiße Platte, auf diesen weißen Schaumstoff und reflektiert zurück. Das da drüben ist mein Führungslicht. Und das Führungslicht ist das hellste Licht in einem Setup. Deswegen brauche ich hier natürlich als Gegenspieler die Aufhellung für die Lampe. Hier hinten habe ich nochmal zusätzlich einen Hintergrund. Der wird extra noch mit einem Blitzlicht angeblitzt, damit es einen schönen weißen Hintergrund ergibt. Und
Im Grunde habe ich drei Lichter, also ein Rimlight, ein Führungslicht, ein Aufhellungslicht und ich habe zusätzlich noch ein Licht, das meinen Hintergrund aufhellt, beziehungsweise den Hintergrund erst zum Hintergrund macht. Genau. Ansonsten, das Glas steht jetzt schon bereit. Was ich noch ganz gerne mache, bevor ich immer anfange zu fotografieren, ist, ich schaue mir die Oberfläche an. Denn das hier ist eine spiegelnde Oberfläche. Das ist eigentlich eine Acrylglasplatte. Diese Acrylglasplatte habe ich lackiert mit schwarzem Lack. Sozusagen ist sie wie ein schwarzer Spiegel. Ich befreie die jetzt nur noch ein bisschen von Staub. Kurzer Tipp noch, wenn ihr mit einem Glas arbeitet, dann zieht euch Handschuhe an, also Gummihandschuhe, weil normalerweise, bei mir jetzt zwar nicht, aber normalerweise, wenn man vorher gegessen hat oder wenn man einfach schon sich länger die Zeit nicht gewaschen, die Hände nicht gewaschen hat, dann kommt so ein fettiger Fingerabdruck aufs Glas drauf. Und je nachdem, welches Licht ihr gesetzt habt, seht ihr den beim Fotografieren eher oder später. Später ist schlecht, weil dann habt ihr schon vorher die ganze Palette fotografiert und solltet eigentlich die Kamera oder das Glas nicht mehr verrutschen. Deswegen am besten Handschuhe anziehen, auch vorher die Hände waschen, aber trotzdem mit Handschuhen arbeiten, weil dann einfach keine Fingerabdrücke auf dem Glas hinterlassen werden, die dann später zusätzlich wieder in Photoshop retuschiert werden müssten. Genau. Okay. Also, mein Glas steht da. Ich habe die Oberfläche ein bisschen abgepinselt. Und was ich jetzt noch machen möchte, ist, ich weiß, dass ich mit der Kamera auf einer Blende von 8 fotografiere. Das hat den Grund, weil ich möglichst viel vom Glas in der Schärfe haben möchte. Also, ich möchte meinen Schärfenbereich vergrößern. Weil mit einer Blende von 2,8 ungefähr so viel, so ein winziger Bereich scharf ist und mit Blende 8 ungefähr sowas. Also Pi mal Daumen natürlich. Aber ich möchte eben die möglichst größte Schärfe haben, weil ich ja dann später nicht weiß, wenn ich den Würfel ins Glas reinschmeiße, ist er jetzt hier vorne noch in der Schärfe oder ist er einen Zentimeter hinten noch in der Unschärfe, schon in der Unschärfe. Vor allem, weil ich dann später das komplette Licht hier ausschalten werde, damit ich keinen Ghosting-Effekt bekomme. Ein Ghosting-Effekt, der entsteht dann, wenn man einen wenn man im Endeffekt eine Doppelbelichtung macht, weil wie ich das Ganze fotografiere, ist, ich mache das Ganze mit einer Langzeitbelichtung, mit 4 Sekunden, damit mir einfach selber genügend Zeit bleibt, den Würfel loszulassen und der dann durch eine Laserschranke durchfällt, um dann eben quasi genau das Ergebnis zu erzielen, das ich haben möchte. Ich möchte nicht 300 Fotos machen und davon vielleicht drei aussuchen. Ich möchte drei Fotos machen und von den drei Fotos aussuchen. Also ganz krass gesagt, aber ich möchte möglichst wenig Fotos fotografieren. In den möglichst wenigen Fotos sollen aber schon Ergebnisse drin sein, mit ganz kleinen Variationen, dass ich aus dieser winzigen Auswahl eigentlich auswählen kann. Es geht mir einfach nur um effektive Nutzung meiner Zeit und ich finde es halt irgendwie schräg, wenn dann manche anderen Fotografen sagen, hey, keine Ahnung, fotografiere halt 200 Fotos. Ist ja, Speicher kostet ja nichts. Das stimmt, Speicher kostet nichts, aber meine Zeit ist kostbar, so wie die von jedem Menschen auf der Welt. Seitdem Covid existiert, haben wir das einige wieder kennengelernt und ja, wie gesagt, ich möchte einfach schon eine gewisse Auswahl haben, mit der ich arbeiten kann. Und dazu messe ich jetzt mein Licht ein. Ich weiß, dass ich eine Blende von 8 haben möchte. Ich weiß, dass ich 4 Sekunden belichte. Und ich weiß, dass ich, ja, gut, das weiß ich sogar noch nicht. Ich weiß es, weil ich sie vorher eingestellt habe. Aber meine ISO muss ich zum Beispiel noch einstellen. Du kannst ja die ISO, die Belichtungszeit und die Blende benutzen, um dein Bild heller oder dunkler zu machen. Je nachdem, was du von diesen drei Sachen benutzt,
hat es einen anderen Effekt auf dein Bild. Wie gesagt, ich möchte mit einer Blende 8 fotografieren, weil ich weiß, dass ich maximale Schärfe haben will. Zum anderen ist bei den meisten Objektiven zwischen Blende 8 und 11, würde ich sagen, so ein bisschen der Sweet Spot, würde man sagen. Also der Punkt, wo das Objektiv am schärfsten abbildet. Und deswegen suche ich mir Blende 8 aus. Mein Lichtmessgerät wird mir da ein bisschen weiterhelfen. Das zeigt mir nämlich hier normalerweise die Blende an, falls du das hier sehen kannst. Wahrscheinlich nicht, weil es unscharf ist. Okay. Also im Grunde, ich gebe meine 4 Sekunden Belichtungszeit ein und ich sag mal, okay, ISO 320. Beziehungsweise ja, ISO 400 ist einfacher zum Rechnen. Und dann messe ich einfach mit diesem runden Teil hier oben die verschiedenen Blitze. Im Grunde halte ich das Licht einfach nur hier direkt davor hin. Also natürlich in Richtung des Blitzes. Blitz einmal drauf und er sagt mir Blende 5. Blende 5 und 1 Zehntel. Blende 5 und 1 Zehntel. Ich habe gesagt, ich möchte mit einer 8er Blende fotografieren. Blende 5 ist nahe an 5,6. Also die 0,6, naja, das ist fast eine halbe Blende. Eine halbe Blende und 5,6 liegt eine Blende unter 8. Also es bedeutet, es ist eine Blende dunkler. Also ein bisschen mehr als eine Blende ist es dunkler. Ich weiß, dass ich vorne noch einen Polfilter drauf habe. Dieser Polfilter reduziert mein Licht, das in die Kamera einfällt, über das Objektiv um ungefähr 1,6 Blenden. Das bedeutet, wenn ich hier auf Blende 8 fotografiere, dann habe ich Licht, nicht meine Blende, Licht mit einem Blendenwert von 5,6, ein bisschen weniger, also Blende 5 wäre jetzt eigentlich perfekt. Ich kann dann auch schon eigentlich das erste Probefoto machen. Das Coole ist, ich habe meine Kamera ja auf einer Langzeitbelichtung eingestellt. Ich stelle nur noch mal die Schärfe ein. Wichtig, wenn du deine Schärfe einstellst und bei einer Belichtungszeit von 4 bist und zum Beispiel so ein Studiolicht hinter dir hast, dann dreh die Belichtungszeit einfach wieder runter, also ein 15 statt 4 Sekunden zum Beispiel, um einfach die Schärfe zu ziehen. Also so ungefähr. Ich werde die Schärfe dann später nochmal besser ziehen. Das ist jetzt einfach nur so ein ungefährer Wert, weil ich mein Licht erstmal einmesse. Und jetzt ganz wichtig, stell wieder zurück auf 4 Sekunden Belichtungszeit, weil sonst hat das Licht ja keine Aussagekraft. Und ich werde jetzt einfach mal mein Lichtmessgerät wegpacken, weil hier dieses Display natürlich auch hell ist und deswegen kann das auch im Glas sich widerspiegeln, was dann im Endeffekt zu einem Ghosting-Effekt führen würde. Deswegen einfach mal Studiolicht aus. Foto machen, also Belichtung starten mit der Fernbedienung. Nur das Führungslicht beleuchten. Und im Grunde hat man jetzt eigentlich ein Foto in der Kamera. Und dieses Foto zeigt eben nur das Führungslicht. Und man kann dann natürlich auch hier hingehen und sagen, okay, wie schaut die Kurve aus? Die Kurve ist ein bisschen mickrig, ehrlich gesagt. Aber wir haben hier eigentlich zwei Licht,
Situationen gemessen, nämlich das Führungslicht mit dem Aufhellungslicht. Weil das Ganze jetzt noch ein bisschen mickrig ist, bastel ich mal dieses Gitter hier weg. Dieses Gitter hat einen ganz interessanten Nutzen. Und zwar dieses Gitter hier ist ganz interessant, weil dieses Gitter hier kann man für Licht benutzen, um es zu lenken. Wenn du mich jetzt durch das Gitter anschaust, siehst du mich vielleicht und jetzt siehst du mich wahrscheinlich weniger. Du siehst also, dieses Gitter hier lenkt das Licht. Das ist sowas wie ein Bienenwaben, ein Wabengitter. Da geht das Licht durch und bleibt danach auch relativ lange gerade. Und das ist sehr, sehr gut, wenn man zum Beispiel verschiedene Lichter hat und man möchte einfach ganz genau kontrollieren, welches Licht wohin geht. Aber in der jetzigen Situation möchte ich einfach schauen, wie sich mein Führungslicht hier verhält. Ups. Und ich denke, es wird sogar heller sein. Also es sah jetzt irgendwie heller aus. Sollte nicht an den Batterien liegen, denn ich habe vorher neu aufgeladene Batterien reingesteckt. Im Vergleich zu vorher ist es schon sehr hell. Das würde ich auch so nehmen. Ich würde es vielleicht nur noch ein bisschen drehen. Dass es ein bisschen mehr auf den Reflektor hinfällt. Und machen wir einfach noch eins. Vielleicht denkst du dir jetzt, ich löse schon den Blitz mit meinem Trigger aus. Stimmt aber nicht ganz. Ich löse den Blitz hinten an seinem Testknopf aus, weil im Endeffekt so ein Bild belichtet wird. Also die Kamera natürlich so einstellen, dass sie ein Foto macht und dann eben mit dem Blitz belichten. Okay, man sieht hier auf der Seite natürlich auch eine Spiegelung vom Blitz. Der Polfilter funktioniert nämlich nur mit Licht, das in 90 Grad Winkel auf das Objekt trifft. Also das heißt, hätte ich hier ein Licht drauf und es würde sich hier irgendwo spiegeln, dann würde das der Polfilter natürlich rausfiltern. Entsprechend auch genauso bei den Würfeln. Aber wir können eins machen und wir können dieses Licht hier natürlich auch noch zusätzlich noch mal ein bisschen wegdrehen. Der Grund ist nämlich der, dass hier drinnen einfach das Licht auch in diese Richtung wieder zurückfällt. Du kannst es also weiter wegdrehen, so dass es einfach mehr den Reflektor trifft und hier noch ein kleines Restlicht ankommt. Das können wir natürlich dann auch noch messen. Ich möchte es jetzt nur zuerst mal schauen, wie das Ganze aussieht. Rein vom visuellen Aspekt her. Und dann kann man natürlich schauen, es ist weniger. Gefällt mir ehrlich gesagt besser. Und die Kurve ist, also ist insgesamt ein bisschen heller. Wir können es natürlich noch nachmessen. Solltest du kein Lichtmessgerät zu Hause haben, kein Problem. Sowas ist ziemlich teuer auf der einen Seite und auf der anderen Seite brauchst du es nicht, weil normalerweise jede Kamera ein
sogenanntes Histogramm hat. Das Histogramm ist, falls du das noch nicht weißt, ein Werkzeug, mit dem man ein Bild beurteilen kann. Ups, das ist eine 7er Blende. 6,3. Auf jeden Fall, das ist ein Werkzeug, mit dem man einfach die Belichtung seines Bilds checken kann. Und falls ich da noch genauer drauf eingehen soll, schreib es in die Kommentare. Und ich gehe dann nächstes Mal genauer darauf ein im Teil der Nachbearbeitung. Okay, Blende 6,3. Was man jetzt noch machen kann, ist, ich habe dieses Messgerät ja eigentlich immer in die Richtung gehalten. Also habe dieses Messgerät immer in die Richtung des Lichtes gehalten. Es gibt aber jetzt zwei Lichter, und zwar diesen Reflektor und das hier. Um den Durchschnitt, also um die 180 Grad auf dieser Seite zu messen, kann man den Dome hier draußen lassen. Und man macht es dann einfach so, man hält es direkt in die Richtung der Kamera. Beim Menschen würde man das unter das Kinn halten, wenn der in Richtung Kamera schaut. Und man macht es dann ganz einfach so. Man misst hier. Natürlich Studiolicht aus. Und er zeigt mir eine Blende von 5. Blende von 5. Vorher waren es 6, noch was. Das heißt, das, was Richtung Kamera kommt, also die genaue Helligkeit hier rum, die ist schon ein bisschen geringer. Ich würde es tatsächlich sogar so machen, dass ich es jetzt so lasse. Ich habe den Blitz hier auf 1/64 gestellt, also 1/64 Power. Der Grund, ja, was könnte das für einen Grund haben? Wenn du den Grund erfahren willst, dann schreib es in die Kommentare. Und schreib doch einfach in die Kommentare, was dir an diesem Video gefallen hat und was man verbessern kann. Und welche Inhalte, dass du einfach in der Zukunft sehen möchtest. Okay, also ich habe mein Führungslicht, mein Reflex, also mein Führungslicht, mein Aufhelllicht eingemessen. Das Einzige, was man noch machen muss, ist, man muss das Rimlight nachmessen. Also quasi das Licht, das das Glas vom Hintergrund trennt. Und ich möchte natürlich messen, wie hell das Licht direkt am Glas ist, deswegen Studiolicht aus. Es ist f12,7. Okay, f10. Okay, Blende 11. Ich habe Blende 11. Und ich habe Blende 11, hier ist Blende 6, noch was. Also ich würde sagen, hier ist ungefähr Blende 5,6, ein bisschen mehr als 5,6. Hinter ist das Licht, also das Rimlight hat eine Blende von 11, das bedeutet, es ist zwei Blenden zu hell. Das bedeutet, ich habe ein Verhältnis von 1:2, also mein Rimlight hier hinten ist doppelt so, ist eigentlich viermal so hell, weil zwei Blenden Unterschied, also eine Blende Unterschied ist doppelt so hell, zwei Blenden Unterschied ist viermal so hell. Das bedeutet, mein Rimlight, das eigentlich nur eine Kontur sein soll, ist viermal so hell als mein Führungslicht, was ich nicht benutzen kann. Also was ich natürlich so jetzt nicht benutzen kann. Ich bin hier schon bei diesem Blitz auf 1/128. Das ist das Minimum natürlich bei dem Blitz. Also nutze ich diesen Blitz einfach als Slave. Das bedeutet, ich benutze diesen Blitz so, dass er aktiviert wird, wenn die anderen Blitze blitzen, weil ich ihn dann einfach weiter wegstellen kann. Weil
Also was du machen kannst, wenn irgendwas zu hell ist und du bist schon auf der minimalsten Stufe, zum Beispiel von deiner LED oder von deinem Blitz, ist, du kannst ihn immer weiter wegstellen. Und da gibt es ein bestimmtes Gesetz, das kann ich dir natürlich auch noch erklären, wenn es dich interessiert. Wenn es dich interessiert, schreib es bitte in die Kommentare. Und zwar ist das das Inverse Square Law. Komplizierter Name, ist aber total cool und eigentlich total easy. Wie gesagt, wenn es dich interessiert, post es in die Kommentare und ich werde es dir erklären in einem natürlich dann sehr viel ausführlicheren Kurs. Was nämlich jetzt passiert ist, wenn dieser Blitz feuert, feuert zusätzlich dieser hintere Blitz auch. Ich habe jetzt mal den Ton eingeschaltet, damit ich weiß, wann der feuert. Und natürlich schalte ich jetzt wieder das Studiolicht aus und möchte jetzt tatsächlich meinen Rimlight, also mein Konturlicht messen. Du kannst dir auch einfach diesen Blitz nehmen und rund um den Tisch gehen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Das bedeutet, ich möchte hier eine möglichst saubere Palette schießen. So. Ist natürlich schlecht, weil man im Dunkeln nichts sieht. Kann es auch direkt von oben mal beleuchten. Wie gesagt, es werden Belichtungsreihen. So mache ich dann einfach immer eine Belichtung pro Bild, dass ich dann später natürlich auch die Auswahl habe entsprechend. Ich mache nur kurz noch mein Lichtmessgerät aus. Sonst reflektiert das nämlich. Und was auch praktisch ist, ich kann hier direkt auf dieses Cardboard drauf feuern. Und dann kann man mal sehen, was das letztendlich ausmacht, wie das dann aussieht. Ich kann auch direkt von hinten durchfeuern, durch diesen Diffusor. Und ich könnte dann zum Beispiel auch noch von vorne drauf feuern, also direkt frontal, schräg von vorne. Ich bin natürlich jetzt vom Abstand immer unterschiedlich entfernt. Das bedeutet, dass ich auch immer unterschiedliche Lichtwerte haben werde. Also ich werde nicht konstant eine Blende von 4,0 oder 5,6 haben. Das ist aber auch gar nicht Ziel der Sache, sondern ich möchte einfach zum Schluss eine möglichst große Auswahl an bestimmten Belichtungsreihen haben oder bestimmten Lichtern und das Ganze in ein Foto zusammenfügen. Das bedeutet, ich kann mir dann tatsächlich die Lichter aussuchen und muss nicht jedes Mal aufbauen. Wenn ich die Kamera nicht bewege und wenn ich das Objekt nicht bewege, dann kann ich da tatsächlich, ja, eigentlich unendlich beleuchten, weil ich brauche ja nur immer einen Blitz und dann kann ich rumblitzen. Jetzt geht's ans Eingemachte, denn jetzt geht's um die Highspeed-Geschichte. Das bedeutet, ich habe jetzt meine komplette Palette verschossen an sicheren Shots. Also das sind sichere Fotos, die ich benutzen werde. Ich werde sie überblenden in Photoshop und jetzt kommt der spaßige Teil. Jetzt kommt nämlich das Eiswürfel werfen und zwar in kompletter Dunkelheit. Hier ist eine Lichtschranke beziehungsweise eigentlich eine Laserschranke und in dieser Laserschranke werden wir später
den Eiswürfel versenken. Diese Laserschranke ist direkt mit einem Auslöser verknüpft, der die Blitze auslöst. Das Ganze funktioniert dann normalerweise so, wenn man den Laser unterbricht, dann feuert es ab. Aber das Licht hier drinnen ist ein bisschen zu hell, deswegen machen wir das jetzt einfach mal aus. Mal gucken, ob es schon ausreicht. Man kann die Empfindlichkeit natürlich noch etwas regulieren. Und man sieht dann eigentlich, hier fällt später der Eiswürfel nach unten. Und hier ist eben die Laserschranke. Und was noch cooler ist an diesem Teil, ich kann im Endeffekt in einer App kontrollieren, wie viele Millisekunden Delay, also Verzögerung, das Ganze haben sollte. Nochmal, wenn du wissen möchtest, welche Trigger, also welche Auslöser, welche Laserschranken oder welche akustischen Auslöser ich benutze, dann schreib es einfach in die Kommentare und ich werde in meinen zukünftigen Kursen genau diese Themen anschneiden. Das Interessante an dieser Geschichte ist, ich kann so hoch gehen mit dem Eiswürfel, wie ich möchte, um eben meine Hand nicht im Bild zu haben. Aber wenn ich ihn dann fallen lasse, dann misst er eigentlich nur, also das Delay von der Laserschranke von hier nach unten. Das bedeutet, ich kann in Millisekunden, also den Weg, den der Eiswürfel in Millisekunden zurücklegt, einstellen. Das bedeutet, der Eiswürfel fliegt durch die Laserschranke, der Trigger nimmt das wahr und zählt in Millisekunden nach unten und wenn er bei Null angekommen ist, dann feuert er die Blitze. Das bedeutet, beim Durchbrechen der Lichtschranke geht der Countdown los, je nachdem, was ich hier einstelle. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, deswegen stelle ich jetzt einfach mal 10 Millisekunden ein, drücke auf Start und du kannst auch sehen, dass du das mit einem menschlichen Zeitgefühl wahrscheinlich überhaupt nicht bestimmen kannst. Denn wenn ich jetzt die Laserschranke unterbreche, das fühlt sich an wie überhaupt keine Unterbrechung. Und das ist eben das Schöne an Highspeed, dass du dann eben ganz genau mit solchen technischen Möglichkeiten entscheiden kannst, wann du das Foto machen möchtest, weil im Endeffekt ja der Blitz das Foto belichtet. Und du kannst entscheiden, ob du den Eiswürfel schon im Wasser haben möchtest oder genau dann, wenn er eintaucht. Und sowas zu fotografieren, kannst du mit deinem Finger niemals machen, weil du einfach viel zu lange brauchst. Also allein schon die Reaktion vom Finger, bis der überhaupt den Auslöser drückt und dann noch diese Übersetzung vom physikalischen Auslösen des Auslösers an der Kamera in ein elektronisches Signal, das dann zum Prozessor geht und dann die Kamera auslöst, würde viel zu lange dauern. Anstatt, dass man es so macht, mache ich es nämlich einfach genau so. Ich löse die Kamera separat aus und der Auslöser, der löst dann einfach meinen Blitz aus. Im Grunde haben wir es auch schon eingestellt. Deswegen legen wir doch gleich mal los. Ich schalte natürlich mein großes Licht aus. Muss nur schauen, dass ich nicht im Weg von einem Blitz stehe. Und dass ich ungefähr da stehe, wo der Eiswürfel runterkommt. Okay, ich mache das Licht jetzt aus. Löse die Kamera aus und habe ihn fallen gelassen. Kann man gleich mal schauen, wie das jetzt aussieht. Das war jetzt mit einer Auslöseverzögerung von 10 Millisekunden.
Boah, ich glaube, ein Blitz hat nicht abgefeuert. Ah, der Hintergrund hat nicht gefeuert, deswegen schalten wir den nochmal neu ein. Kurzer Test, ob er funktioniert. Okay. Da liegt jetzt schon ein Eiswürfel drin, das macht aber nichts, ich habe ja noch mehr. Deswegen belassen wir es mal bei den 10 Millisekunden. Licht geht natürlich wieder aus. Kamera löst aus und Eiswürfel fällt rein. Das war scheinbar zu schnell ausgelöst. In diesem Fall verdreifachen wir das einfach. Ich stelle jetzt einfach in meiner App diese 30 Millisekunden ein. Das ist nämlich dreimal so lang oder sagen wir mal 100 Millisekunden. Ich bin jetzt bei genau 100 Millisekunden. Licht geht wieder aus. Kamera löst aus. Und dieses Mal hat er voll getroffen. Dieses Mal ist der Eiswürfel komplett untergetaucht und der Blitz hat ihn sehr, sehr gut eingefroren. Ich muss nur kurz kontrollieren, ob das funktioniert hat, also ob man irgendwelche Bewegungsunschärfen sieht, aber es sieht eigentlich recht gut aus. Rein rechnerisch logisch also ist es ja dann, dass bei 50 Millisekunden die Hälfte des Weges zurückgelegt wird. Ergo müsste das eigentlich genau an der Grenze sein, wo das Objekt ins Wasser eintaucht. Und genau aus diesem Grund probieren wir es jetzt einfach mal mit 50 Millisekunden Delay. Das Licht geht natürlich wieder aus. Mal schauen, ob ich überhaupt. Ah ja, okay. Kamera löst aus. Würfel ist reingeflogen und wir checken das Ergebnis. Und genau wie ich vermutet habe, ganz genau an dem Punkt, an dem der Würfel ins Wasser eintaucht, sind wir bei 50 Millisekunden. Man kann sich jetzt natürlich noch spielen. Ich würde ja 10 Millisekunden dazugeben, das heißt, wir sind dann bei 60. Und ich lasse jetzt einfach auch mal mehrere Würfel reinfallen. Mal gucken, wie es dann ausschaut. Das war jetzt nicht ganz genau getroffen, deswegen wird es wahrscheinlich nicht so toll aussehen. Es ist auch nur einer reingefallen. Aber es sieht eigentlich ganz cool aus, weil die Würfel am Rand zwar vorbeifliegen, aber in dem Moment der Blitz ausgelöst hat, wo sie einfach am Rand stehen. Sieht jetzt nicht am besten aus, natürlich. Deswegen gibt es ja mehrere Versuche. Das sieht interessant aus, bestimmt. Yeah, das sieht sehr, sehr cool aus. Und beide haben auch getroffen. Jetzt mache ich das Ganze nochmal mit einem. Der Shot sieht bestimmt auch sehr cool aus. Das war nämlich ein bisschen größerer Splash. Oh yeah, der sieht sehr cool aus. Sehr, sehr cool. Aber ich glaube, ich gehe ein bisschen nach mit meiner Zeit. Also mit meinem Delay. Das waren jetzt 60 Millisekunden Delay. Ich gehe auf 55. Das müsste ein bisschen, ja, okay, sagen wir 56.
Das müsste eigentlich genau die Grenze sein, in der der Eiswürfel ins Wasser eintaucht und unter der Oberfläche verschwindet. Also noch nicht ganz unter, also noch nicht ganz den Boden des Glases erreicht hat. Schauen wir einfach mal, wie das Ganze aussieht. Ganz genau. Das ist eigentlich das perfekte Timing, das ich haben möchte. Dummerweise hat hier der Hintergrundblitz wieder mal nicht ausgelöst. Jetzt hole ich erstmal alle wieder raus. Ich könnte natürlich jetzt auch die Lichtschranke abstellen, dann wird es nicht mir die Augen wegblitzen, aber um ehrlich zu sein, ich bin jetzt gerade momentan ein bisschen zu faul dazu. Und deswegen Augen zu und durch. Es gibt allerdings Schlimmeres, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. So. Wenn du übrigens wissen möchtest, welche Verteilung ich habe für die Blitze, die habe ich selber gebaut. Das ist eigentlich nur ein bisschen Lötkram und du kannst mit diesem Auslöseboard 4 Blitze gleichzeitig auslösen und theoretisch gehen sogar noch mehr. Du brauchst eigentlich nur noch dann ein entsprechendes Kabel, also einen Adapter dran stecken und dann kannst du eigentlich mehr als 4 Blitze gleichzeitig auslösen. Warum 4 Blitze? Eigentlich ganz einfach, weil du ein Dreipunktlicht hast, beziehungsweise von 3 Richtungen das Licht hast und du möchtest eine Richtung, also einen separaten Blitz noch haben, der dir dieses Highspeed-Ergebnis eben einfriert. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer gut, eine Verteilung zu haben, da ich löten kann und kein Problem mit Elektronik habe, habe ich mir das Teil dann selber gemacht. Schau immer zuerst auf deinen Blitz, wie viel Spannung der hat, weil es kann durchaus sein, dass es Hochspannung ist. In meinem Fall sind es, ich glaube, 6 Volt. Also keine Hochspannung, die liegt auch nicht am Auslöser an, sondern die Hochspannung befindet sich im Blitz. Die Auslösespannung sind ungefähr, ich glaube, zwischen 3 und 6 Volt. Von daher gibt es auch keine Probleme mit irgendwelchen Elektroschocks oder sowas. Aber wie gesagt, wenn du wissen möchtest, wie diese Verteilung genau aussieht und wenn ich dir quasi zeigen soll, wie ich die gemacht habe, dann schreib es einfach in die Kommentare und vergiss nicht, dieses Video zu liken und vor allem zu subscriben. Okay, also jetzt kommt nochmal der gleiche Würfel mit 56 Millisekunden Verzögerung. Hoffentlich mit dem Hintergrundblitz. Okay, ich habe die Lichtschranke nicht genau getroffen. Ich mache gleich ein paar mehr. Okay. Sollte ich mit dem Ergebnis zufrieden sein, dann sehen wir uns gleich in der Postproduktion. Allerdings checken wir das Ganze mal aus. Sieht schon sehr cool aus. Okay. Die Drops waren erfolgreich und was ich jetzt noch machen möchte ist, ich möchte noch ein gewisses Flair reinbringen. Dieses Flair besteht eben aus Haze,
beziehungsweise aus Nebel. Und den werde ich jetzt mal kurz vorbereiten. Es gibt zwei verschiedene Sachen, die man beim Filmemachen und Fotografieren natürlich benutzen kann. Das eine ist Haze und das andere ist Nebel. Wenn du genauer wissen willst, was man woher nimmt, dann schreib es in die Kommentare und like dieses Video. Okay, wir haben jetzt also hier dieses Glas immer noch aufgebaut und vor allem, was wichtig ist, der Trigger funktioniert immer noch. Allerdings werde ich jetzt nichts mehr ins Glas reinschmeißen, sondern ich werde einfach nur noch diese Rauchmaschine hier hinten benutzen, um Rauch dahin zu pusten, und dann soll es mit dem Blitz möglich sein, quasi durch den Rauch auf das Glas zu schießen. Der Grund, warum ich das als allerletzte Methode mache, ist einfach der folgende, weil, das wirst du jetzt gleich sehen, durch den Rauch natürlich der Kontrast im Bild, also im kompletten Raum, weggeht. Der wird nämlich auch im Film benutzt, um Licht sichtbar zu machen, aber durch den Rauch selber, also durch den Nebel, wird natürlich auch ein gewisser Anteil an Kontrast im Bild verloren und verschleiert, was manchmal ganz cool ist, vor allem in Gruselfilmen im Wald oder sonst irgendwo. Ich habe die Nebelmaschine jetzt platziert. Das Einzige, was ich jetzt eigentlich noch machen muss, ist das Licht ausschalten und dann einfach noch den Nebel drauf pusten. Das Gute ist, ich habe hier ein Licht an meiner Fernbedienung. Das heißt, ich weiß, wo ich drauf drücken muss, damit der Nebel nach vorne geht. Hier vorne muss der Trigger sein, irgendwo. Genau, hier ist der Trigger. Und jetzt fangen wir einfach mal an. 4 Sekunden Zeit, und zwar 3, 2, 1 und los. Ich glaube, das war zu spät. Das Coole ist, du kannst natürlich jetzt auch die Lichtschranke sehen, die Laserschranke. Okay, nochmal. Jetzt dürft's mit drauf sein. Und du siehst schon, es ist ziemlich rauchig. Aber das Coole ist natürlich auch, wenn man eine Lichtquelle hat, die quasi, die härter ist, ohne Diffusor. Also diese beiden hier haben Diffusor drauf. Dieses Licht da hinten hat es nicht, und deswegen siehst du hier so einen schönen Lichtstrahl runterkommen. Jetzt schauen wir uns einfach mal kurz die Bilder an. Und das erste Bild war leider zu spät gemacht. Das zweite sieht cool aus. Ja, das dritte ist auch zu spät. Da hat aber auch irgendein Blitz nicht gefeuert. Das Ganze machen wir einfach nochmal, denn jetzt ist es ja eh schon wurscht. Jetzt ist ja schon der ganze Rauch hier drin. Also nochmal Lichter aus. Und was ich erreichen möchte, ist, ich möchte einfach nur, dass der Rauch das Glas von hinten einhüllt. Wie so ein, wie soll man sagen, wie so eine Lawine, die von hinten nach vorne kommt und sich um das Glas rumschlängelt. Die Kamera muss ich natürlich noch auslösen, aber das Gute ist, man sieht hier natürlich auch die Lichtschranke. Ups. Ich räume hier mein komplettes Regal ab. Ich bin ja echt mal gespannt, wie diese Bilder jetzt aussehen. Ich hoffe, man kann noch was sehen. Okay, das sieht doch schon mal sehr cool aus.
Also ein paar Bilder kann man durchaus lassen. Ich frage mich gerade, wie es wohl aussieht, wenn ich, obwohl das brennt aus, ich mache das wieder mit kompletter Dunkelheit. Das sieht man es leider nicht ganz, aber ich glaube, ich habe meinen Shot gefunden. Es gibt einen, der sieht sehr, sehr cool aus. In dem sieht man tatsächlich ein bisschen Nebel. Vor allem solltet ihr den Rauchmelder in eurem Haus ausschalten. Und das empfiehlt sich natürlich ganz besonders, wenn dieser Rauchmelder mit der Feuerwehr oder der Polizei verbunden ist. Deswegen immer schauen, dass sowas deaktiviert ist, bevor man sowas hier drin macht. Ein anderer Punkt ist der, dass dieses Zeug zwar nicht giftig ist, weil es auf, ich weiß gar nicht, auf Glycerinbasis oder irgendwie sowas, also Wasser und Glycerin, irgendwie sowas basiert. Das ist nicht giftig per se, aber man sollte jetzt nicht 8 Stunden lang diesen Rauch einatmen. Deswegen mache ich das jetzt auch als allerletztes von meinem Highspeed-Shooting, weil ich kann dann, also zum ersten habe ich natürlich eine saubere, wie soll ich sagen, ich habe eine saubere Palette an Bildern, die ich benutzen kann und aus denen ich aussuchen kann, die knackscharf sind. Und ich habe zusätzlich dann noch zum Schluss diese stylischen Bilder, wo ich einfach den Nebel noch mit einzeichnen kann. Das heißt, ich werde den Nebel dann mehr oder weniger sichtbar machen. Und ja, schauen, ob es überhaupt funktioniert. Wenn ja, dann cool. Wenn nicht, dann habe ich zumindest den Nebel am Schluss gemacht und dann mein Studio sauber gelüftet, anstatt das alles am Anfang zu machen und dann warten zu müssen, bis man überhaupt shooten kann, weil der Nebel immer noch im Studio ist. Deswegen eben zum Schluss machen. Ich werde jetzt mein Studio lüften und ich sehe dich gleich in der Postproduktion. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zur Postproduktion der Highspeed-Foto-Probelektion. Ich bin jetzt in Photoshop und habe mir schon ein paar kleine Sachen vorbereitet. Ich wollte allerdings noch nicht so weit vorgreifen, denn ich wollte dir erstmal zeigen, wie du das Ganze jetzt selber machen kannst. Also speziell, wie du eben damit selbstständig anfangen kannst, damit du eine wirklich gute Übersicht hast über die Sachen, die ich jetzt in der Postproduktion mache. Ich habe hier schon ein paar Dateien in einen Stapel geladen. Ich kann die einzelnen Ebenen hier aktivieren, dann siehst du, was da drin ist. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, das ist eigentlich ganz einfach. Ich mache das mal kurz in einem neuen Projekt, um dir einfach nur das zu zeigen. Und zwar gehst du hier oben auf Datei, Skripten, Dateien in Stapel laden. Du kannst hier entweder einzelne Dateien auswählen, wenn du schon genau weißt, welche Bilder du haben willst, oder beziehungsweise wenn du noch nicht genau weißt, welche Bilder du haben willst, dann nimm Dateien. Und ansonsten, wenn du weißt, welchen kompletten Ordner du übernehmen möchtest, dann kannst du auf Ordner klicken. Ich gehe jetzt einfach mal auf Dateien, auf Durchsuchen. Und dann siehst du hier auch schon die ganzen Bilder, die wir aufgenommen haben. Und ich suche mir jetzt einfach mal die Bilder raus, die ich haben möchte. Sagen wir mal, ich möchte jetzt das hier haben. Also ich drücke und halte Steuerung an der Tastatur. Dann kann ich einzelne auswählen. Und ich scroll mal runter. Nehmen wir zum Beispiel eins, das sehr auffällig ist, zum Beispiel das hier. Und das hier, dann klicke ich auf OK. Und er hat die hier drin. Hier unten muss ich nichts anklicken,
Ich mag das ehrlich gesagt nicht, wenn er automatisch überblendet. Ich klicke auf OK. Und je nachdem, wie fit dein Computer ist und wie groß die Dateien sind, dauert es jetzt eine Weile. Und du siehst hier, lädt er die Dateien schon automatisch in den Stapel hinein. Natürlich siehst du zuallererst das Foto, das ganz oben ist. Wenn ich dieses Auge jetzt deaktiviere, dann sehe ich immer die Ebene, die darunter liegt. Ich kann also hergehen und mir alle Bilder anschauen. Und hier auch schon eine Auswahl treffen, welche Bilder ich übernehmen möchte. Genau, ich gehe jetzt aber wieder zurück in mein Projekt, das ich schon angelegt habe. Und ich aktiviere den untersten Layer, also die unterste Ebene. Und du siehst hier, ich habe mir dieses Bild geschnappt. Ich habe mir dieses Bild hier geschnappt, wobei ich von diesem Bild nur die Eiswürfel hier oben haben möchte, den Rest nicht. Ich habe mir dieses Bild hier geschnappt, weil es einfach eine schöne, saubere Belichtung ist. Und ich habe zusätzlich hier schon eine Gradationskurve, also eine Helligkeitsbearbeitung durchgeführt. Wenn du hier auf dieses Symbol klickst und dann auf Gradationskurven, dann macht er das hier auf. Standardmäßig würde er jetzt komplett alles, was unter dieser Korrekturebene liegt, bearbeiten. Also würde das auf alle darunterliegenden Ebenen anwenden. Du kannst hier draufklicken, dann wendet er diese Korrektur tatsächlich nur auf die eine darunterliegende Ebene an. Und genau das habe ich auch gemacht. Deswegen kann ich, wenn ich das hier deaktiviere, natürlich habe ich jetzt die neue angelegt, die lösche ich wieder. Dann siehst du, dass du nichts siehst, sorry. Nochmal zurück. Das hier unten war die Kurve, die ich nicht wollte. Die hier oben ist meine Bearbeitung für das Bild. Diese Bearbeitung ist natürlich noch nicht final, die kann ich später immer noch ändern, aber es ist ein guter Startpunkt für mein Bild. Denn ich möchte von diesem Bild hier eigentlich fast alles übernehmen, bis auf diesen Teil des Glases. Also das hier drin möchte ich nicht übernehmen. Und dazu gibt es gleich mehr. Hier oben ist noch das eine Bild, das mit dem Nebel, das möchte ich eigentlich auch zum Teil übernehmen, vor allem hier unten diesen nebligen Teil, wenn es funktioniert. Das machen wir dann gleich danach. Gehen wir also wieder in unseren allerersten Layer. Dieser allererste Layer braucht noch keine Ebenenmaske. Ich aktiviere den zweiten Layer und in diesem Layer wähle ich mir jetzt diese Eiswürfel hier oben aus. Wie funktioniert das Ganze? Ich markiere mir erstmal diese Ebene. Also wenn ich Layer sage, dann meine ich in der Regel Ebene. Das hat sich bei mir im Kopf irgendwie so eingespielt. Und ich möchte mir eben diese Eiswürfel auswählen. Dazu gehe ich dann hier auf dieses Auswählen-Werkzeug und nehme Objektauswahlwerkzeug. Ich ziehe dann einfach hier ein Quadrat drüber. Und wie in reiner Magie wählt mir Photoshop hier dieses Teil aus. Ich möchte hier allerdings nicht alles haben. Wenn ich weiter reinzoome, indem ich Alt halte und das Zoomrad der Maus betätige, dann siehst du schon, ich möchte diesen Bereich hier nicht übernehmen. Also kann ich hier zum Beispiel noch, wenn Minus markiert ist, also das heißt, ich kann der Auswahl Sachen entfernen. Okay, dann sagt er mir eine Fehlermeldung. Dann machen wir das Ganze eben anders und zwar mit Schnellauswahl. Also du kannst, wenn du schon einen Bereich ausgewählt hast, hier die Auswahlmethode auch noch ändern. Und ich habe jetzt eben das Schnellauswahlwerkzeug benutzt. Ich möchte diesen Bereich hier entfernen, deswegen mache ich erstmal meinen Auswahlpinsel kleiner. So ist es okay. Und ich sage mit Alt, dass ich, also wenn hier in der Maus ein Minus angezeigt wird, dann heißt das im Endeffekt, ich möchte diesen Bereich, der unter dem Pinsel liegt,
aus der Auswahl ausschließen. Und genau das möchte ich jetzt auch machen. Ich könnte natürlich auch noch hergehen, wenn das Objektauswahlwerkzeug markiert ist. Also wenn es aktiv ist, gehe ich einfach auf Auswählen und Maskieren. Das ist eigentlich noch besser, denn dann hast du schon hier diesen Pinsel und den kannst du dann natürlich hier oben auch wieder ändern. Ich möchte gewisse Teile mit übernehmen. Hier siehst du schon ein Plus in der Maus. Deswegen fahre ich hier nochmal drüber. Und Photoshop macht hier wirklich einen sehr guten Job, was das betrifft. Ich drücke nochmal Alt, weil ich das hier nicht brauche. Und ich kann das Ganze dann später auch noch in meiner Kantenverbesserung nochmal verbessern. Es sieht eigentlich echt gut aus. Das Einzige, was ich jetzt noch machen möchte, ist, dass ich, wie gesagt, die Kante verbessern möchte. Dazu gehe ich hier einfach auf auf globale Verbesserungen und hier weiche Kante. Möchte ich eine weiche Kante von ungefähr 0,4 Pixeln haben. Und insofern passt das Ganze. Ich klicke also auf OK. Und er hat mir das hier alles markiert. Wenn ich jetzt einfach zum Beispiel mit der rechten Maus hier in diese Auswahl hineinklicke und sage Ebene durch Kopieren, dann habe ich hier eine neue Ebene. Wenn ich alle unten drunter deaktiviere, dann siehst du, es bleiben nur noch die Würfel über. Und ich könnte das Ganze so machen. Ich könnte allerdings auch hergehen und hier sagen, okay, maskiere mir das Ganze. Dann übernimmt er natürlich diese Würfel hier gleich in diese andere Ebene hinein. Das möchte ich jetzt allerdings nicht machen. Ich möchte tatsächlich diese Würfel hier. Und erst einmal möchte ich auswählen und maskieren und noch ein bisschen verbessern. Die weiche Kante mache ich jetzt doch noch ein bisschen größer auf 1,2. So um 1,4 Pixel. Hier oben hat dann was vom Würfel nicht ausgewählt. Das zeichnen wir jetzt kurz nach. Drücken auf OK, rechte Maustaste drücken in diese Auswahl und sagen Ebene durch Kopieren. Dann siehst du, dass die Würfel, wenn ich diese neue Ebene deaktiviere, immer noch im ursprünglichen Bild drin sind. Das ist okay. Ich möchte allerdings die Würfel vielleicht skalieren und deswegen habe ich mir hier die Würfel in eine neue Ebene rein gemacht. Und das ist was ganz Wichtiges, wenn du ein Objekt für später in eine neue Ebene kopierst, dann stell sicher, dass du die Ebene in ein Smart-Objekt konvertierst und zwar Rechtsklick auf die Ebene in Smart-Objekt konvertieren. Das hat den Hintergrund, dass wenn ich jetzt STRG und T drücke, kann ich dieses Smart-Objekt eben transformieren. Also das heißt, ich kann es hier bewegen, ich kann es größer und kleiner machen bis zu einem gewissen Grad, ohne dass er die Auflösung verliert. Würde ich das in einer normalen Ebene machen, dann würde ich irgendwann Auflösung verlieren. Das ist ganz schlecht, vor allem wenn du Bilder zu einem Bild zusammen komponieren möchtest. Also verschiedene Elemente aus verschiedenen Bildern in einem kombinieren. Wenn ich jetzt alle anderen Ebenen deaktiviere, dann siehst du, ich kann die Würfel durch STRG und T transformieren, also frei transformieren. Und ich weiß jetzt noch nicht, wo ich sie einfügen werde, aber da schauen wir jetzt gleich mal. Und zwar
Habe ich mir jetzt die Würfel hier genommen. Ich möchte das ursprüngliche Bild nicht übernehmen, deswegen deaktiviere ich den Layer darunter, also diese Ebene eben. Ich weiß, dass ich von diesem Bild hier definitiv diesen Würfel übernehmen möchte. Und ich kann hier eben auch wieder Folgendes machen. Ich gehe hier auf diese Ebene, gehe hier oben auf Auswahl, Motiv. Normalerweise macht Photoshop auch einen wirklich, wirklich guten Job, was das betrifft. Und du siehst, er hat mir jetzt schon ein Motiv rausgesucht. Ich gehe auf Auswählen und Maskieren. Und du siehst, alles, was jetzt rot ist, ist quasi der maskierte Bereich. Also das ist der Bereich, der dann durch ein anderes Bild ersetzt werden kann. Er hat mir ein paar kleine Sachen hier mit reingemacht, die ich eigentlich brauche. Und die maskiere ich, oder beziehungsweise die mache ich jetzt in der Auswahl eben noch mit dazu. Ich habe hierzu einen Schnellauswahlpinsel. Da kann ich auch die Größe verändern. Ich möchte quasi das hier in die Auswahl mit übernehmen. Und du siehst quasi, er übernimmt das hier mit in die Auswahl. Was an diesem Werkzeug wirklich erstaunlich ist, ist, dass es sogar diese kleinen Splashes, also diese kleinen Wasserspritzer mit übernommen hat. Das habe ich so eigentlich nur geschafft, wenn ich manuell, quasi stundenlang selbst manuell ausgewählt habe. Und da wir hier schnell arbeiten wollen, ist natürlich dieses Maskierungs- oder dieses Auswahlwerkzeug sehr, sehr cool. Deswegen machen wir jetzt eigentlich hier auch hier weiter mit diesem Auswahlwerkzeug. Diese roten Bereiche hier drin übrigens, das ist keine Maske, sondern das ist der Laser, also von der Laserschranke. Da können wir dann sogar noch nachschauen, ob wir das einfach entfernen können. Normalerweise sollte das kein Problem sein. Okay. Hier unten, das wollen wir natürlich auch noch mit drin haben. Manchmal muss man auch über dieselbe Stelle öfter drüber fahren. Das ist aber alles kein Problem, das kann man natürlich tun. Du siehst hier unten, der Boden ist mit markiert. Den kann man später noch mit maskieren. Das möchte ich jetzt hier drin einfach noch nicht machen. Ich zeige dir dann einfach eine ganz einfache Methode, wie du ein Bild maskieren kannst. Ich möchte jetzt, das Coole ist, du siehst hier sogar einzelne Tropfen. Und das zeigt schon eigentlich, wie genau das dieses Maskierungs- oder Auswahltool in Photoshop funktioniert. Ich gehe jetzt einfach mal wieder aufs ganze Bild, um alles zu sehen. Sieht sehr gut aus, gefällt mir. Ich mache noch eine weiche Kante hinein, so um 1,2 Pixel. Drücke auf OK und dann ist das hier alles markiert. Ich kann hier natürlich Folgendes machen, und zwar eine schwarze Maske hinzufügen. Ich drücke Alt und auf Maskierung. Dann passiert das hier. Das sollte natürlich nicht sein. Ich möchte ja alles andere maskieren. Deswegen, wenn die Maske hier markiert ist, drücke ich STRG und I für Invertieren. Und er maskiert mir den kompletten anderen Bereich. Und zwar so, dass tatsächlich noch diese Splashes hier zu sehen sind. Was sehr cool ist, weil es einfach sehr wenig Zeit in Anspruch nimmt und nur ein paar Klicks entfernt ist. Wir machen also dann weiter. Das hier ist das Bild, das ich bereits verwendet habe, indem ich einfach diese
Würfel mit ausgeschnitten habe. Ich möchte, das Einzige, was ich hier machen möchte, ich gehe auf Ebenenmaske hinzufügen. Ein kleiner Tipp am Rande, wenn du eine schwarze Maske hinzufügen möchtest, dann drück und halte Alt und drück hier auf die auf dieses Maske-Symbol. Dann wird die Maske schwarz, das heißt, sie wird durchsichtig. Also die komplette Maske ist durchsichtig. Möchtest du jetzt dieses Foto hier sehen, also diese Ebene, dann drücke und halte Shift und klicke auf die Maske. Dann wird sie deaktiviert und du siehst, was ursprünglich, also was hier vorne in dieser Ebene eben drin ist. Ich drücke und halte Shift und klicke wieder drauf. Es verschwindet. Wenn ich jetzt zufällig einfach nur eine weiße Maske haben möchte, drücke ich STRG und I für invertieren. Das heißt, er invertiert die Maske und es ist eine weiße Maske. Wenn ich jetzt in diesem Layer auf STRG, also wenn ich jetzt die Ebene markiere, so dass hier vorne diese Ebene eben markiert ist, drücke ich STRG T für transformieren und ich schiebe mir meine Würfel dahin, wo ich sie haben möchte. Du siehst, die Größe passt noch nicht ganz. Ich kann die jetzt überall hin verschieben. Ich könnte theoretisch sogar mehrere von diesen einfügen, indem ich einfach STRG und also hier die Ebene markiere, STRG C für kopieren, STRG V für einfügen und schon habe ich insgesamt vier Würfel. Ich drücke wieder STRG T für transformieren und dann kann ich die hier bewegen. Drücke hier STRG T für transformieren, dann kann ich den hier bewegen oder die hier bewegen. Ich kann die jetzt auch drehen und wenden, wie ich die eben haben möchte. Ich könnte die sogar hier hinten dazu stellen oder eben hinter dem Glas vorschauen lassen. Ich könnte die auch hier unten her setzen. Ich möchte die jetzt einfach nur hier drauf basteln und zwar genau hier hin. Und die Würfel hier, die mache ich ein bisschen kleiner, denn die sollen aussehen, als wären die weiter hinten. Also die kommen hier hinten runter, hinter dem Glas, werden von dem Glas dann auch ein bisschen verdeckt. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Im Endeffekt brauchen wir nur diese Ebenenmaske hier markieren. Und Schwarz lässt eben durchscheinen und Weiß überdeckt. Das heißt, wir drücken auf B für Brush. Wenn du jetzt hier mit Schwarz drüber zeichnest, ich bin jetzt auf einer Deckkraft von 100%, dann siehst du, der Würfel wird durchsichtig und die unterste, also die Ebene, die darunter liegt, die kommt eben zum Vorschein. Das war jetzt natürlich sehr aggressiv, deswegen auf STRG Z für rückgängig. Bisschen reinzoomen. In dem Fall ist es natürlich am besten, wenn du dir ein Wacom-Tablet oder irgendein Tablet zum Zeichnen holst. Ich mache das jetzt provisorisch mit der Maus. Gehe mit meiner Deckkraft zurück auf 26% circa. Mein Fluss stelle ich auf 31% und dann kann ich hier drüber zeichnen. Ich kann natürlich meinen Pinsel auch kleiner machen und wenn ich jetzt X drücke, dann male ich mit Weiß, das heißt, ich kann hier den Würfel dann eben verbessern, also die Kante ein bisschen besser machen, dass es realistischer aussieht. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit wäre eben, dass man zum Beispiel jetzt sagt, okay, das ist mir jetzt irgendwie zu blöd. Ich gehe jetzt zurück. Beziehungsweise ich lösche diese Ebenenmaske nochmal. Und theoretisch könnte ich jetzt dieses Teil einfach hier unten drunter setzen. Und du siehst, er überdeckt das. Also die oberste Ebene überdeckt die untere.
Das ist sehr viel einfacher, hat weniger Zeit, also nimmt weniger Zeit in Anspruch, aber du könntest es theoretisch auch mit dem Pinsel einzeichnen. Schauen wir mal, wie das Ganze hier oben funktioniert. Bei dem hier. Theoretisch könnten wir das auch einfach dahinter schieben. Und es funktioniert ein- und frei. Somit müssen wir uns hier oben nicht mit diesen Kanten hier spielen, sondern es ist einfach dahinter. Wenn wir jetzt uns diese Würfel hier ansehen, dann sehen wir, dass das Ganze hier oben nicht ganz einwandfrei ist. Und theoretisch ist das Ganze einfach ein bisschen blöd, weil der Würfel hier oben ganz gerade abgeschnitten ist. Theoretisch oder beziehungsweise auch praktisch können wir jetzt einfach in den Würfel hier hineinzeichnen, in diese Ebenenmaske. Und du weißt, schwarz lässt durchscheinen, deswegen drücke ich auf X. Ich habe meinen Pinsel ausgewählt und ich möchte einfach harte, also wirklich 100% Deckkraft vom Fluss her ganz wenig. Und dann möchte ich hier oben einfach, ups, das ist die falsche Ebene. Das ist diese Ebene und da mache ich jetzt eine neue Maske rein, zeichne mit Schwarz. Ich möchte hier oben einfach diese Kante wenig ein bisschen verschleiern. Ups. Okay. Das Ganze machen wir jetzt mit mehr Fluss, 100% Fluss, vielleicht auch mit härterem Pinsel, vielleicht auch ein bisschen kleiner. Ich möchte einfach diese harte Kante verschleiern. Deswegen zeichne ich hier einfach mit diesem Pinsel drüber, damit es so aussieht, als wäre dieses Teil hier eben abgebrochen. Ich würde sagen, das ist okay. Sieht schon besser als eine gerade Kante aus. Also, machen wir also weiter. Ich möchte jetzt nämlich dieses Bild übernehmen. Und von diesem Bild möchte ich eigentlich fast alles übernehmen. Deswegen. Okay. Ich habe jetzt im Endeffekt einfach nur diese Ebenen verschoben, denn wie du siehst, wenn ich diese Ebenen, also meine Bildkomposition unter das Bild schiebe, von dem ich nur den Hintergrund übernehmen möchte, dann funktioniert das nicht ganz, weil das oberste Bild hier das komplett überdeckt. Ich möchte von dem obersten Bild allerdings nur gewisse Teile übernehmen. Also ich könnte jetzt theoretisch hergehen und hier draufklicken, eine Maske basteln und dann könnte ich hier zum Beispiel mit dem Brush Tool drüber zeichnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schwarz einzeichnen würde, dann würde es schwarz durchscheinen. Schauen wir mal, was das für einen Effekt hat. Ich bin auf 100% Deckkraft. Zeichne mit Schwarz durch und du siehst, der unterste Layer kommt durch. Das ist schon okay so. Ich möchte ja von dem untersten Layer eben genau das Glas übernehmen. Ich möchte allerdings nicht das Zeugs hier mit übernehmen. Deswegen drückt man mal STRG und I für invertieren. Dann siehst du genau das Gegenteil passiert. Und zwar kannst du dann hier unten eben diesen Untergrund noch mit einzeichnen und zwar von dem Bild, also von diesem Bild hier. Also ich aktiviere jetzt einfach nochmal die untersten Ebenen und diese Ebenenmaske hier oben, die schwarz ist. Wenn ich jetzt hier mit Schwarz drauf zeichne, dann übernimmt er mir den hässlichen Untergrund, drücke ich auf X, um das zu tauschen.
Dann übernimmt er mir wirklich den kompletten Untergrund, also den perfekten Untergrund, inklusive der Eiswürfel. Das ist gut so, denn das möchte ich ja auch haben. Was ich nicht haben möchte, ist natürlich der Rest dieses Glases, weil das schaut so aus. Das möchte ich eben nicht. Ich lösche nochmal diese Ebenenmaske. Und theoretisch geht es jetzt auch einfacher. Und zwar schieben wir jetzt einfach dieses Bild unter diese Bildkomposition und schon ist es hier drin. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Du siehst hier nur ein paar harte Schatten und vor allem siehst du hier unten, dass der Boden der hässliche Boden ist, inklusive der Eiswürfel. Die Kurven kann man hier natürlich noch anwenden, allerdings siehst du, es wird verdammt dunkel. Diese Kurven waren auch ursprünglich für das Glas, deswegen schiebe ich das mit hier runter. Siehst also, diese Kurven wirken trotzdem auf das Glas, weil eben dieser Haken gesetzt war. Wenn ich jetzt diese obersten Ebenen alle aktiviere, dann muss ich natürlich auch noch die Helligkeit bearbeiten. Ich könnte natürlich jetzt hergehen und sagen, okay, diese Bildkomposition markiere, also diese Ebenen markiere ich alle, drücke Steuerung und G für gruppieren. Dann sind die hier drin, mache einen Doppelklick hier drauf und sage Comp für Komposition. Dann kann ich auf die komplette Gruppe eigentlich auch eine Ebenenmaske anwenden. Und dann sage ich in dieser Ebenenmaske eben, ich zeichne hier drüber und zwar möchte ich jetzt einfach mit Schwarz drüber zeichnen. Natürlich mit der Deckkraft reduziert und vor allem dem Fluss reduziert. Und kann hier unten super schön den perfekten Boden einzeichnen und die Eiswürfel noch ein bisschen perfekter aussehen lassen. Ohne jetzt groß die Eiswürfel bzw. das Glas selbst jetzt zu beeinflussen. Siehst, dass meine Kante wahnsinnig hart ist. Wechsel nochmal auf Weiß, weil das war nix. Zeichne hier nochmal drüber, um das Ganze eben schöner zu überblenden. Kann jetzt wieder wechseln auf Schwarz und verändere meine Deckkraft auf 26% ungefähr. Okay. Ich ändere meine Härte auf nicht mehr 100%, sondern auf 6, 2% ist okay. Gehe nochmal zurück auf Weiß und mal hier nochmal drüber. Solltest du Probleme haben mit deiner Maus, das Ganze hinzukriegen, dann ändere mal die Härte in dem Pinsel, indem du einfach hier auf die rechte Maustaste klickst und hier die Härte änderst. Das bringt meistens sehr viel. Wie du hier sehen kannst, dann habe ich nämlich keine harte Kante mehr und das Ganze sieht ja wesentlich besser aus. Schauen wir uns mal das komplette Bild an. Das ist das komplette Bild. Hier oben ist noch dieser Layer, den wir unbedingt mit übernehmen möchten oder den ich auf jeden Fall mit übernehmen möchte. Und zwar möchte ich von diesem Layer ganz speziell diesen Nebel hier unten mit übernehmen. Nur diesen Nebel. Da gibt es jetzt natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, wie wir das bewerkstelligen können. Wir machen jetzt einfach Folgendes. Und zwar gehen wir hier oben auf eine Maske. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt eine schwarze Maske einrichten, dann machen wir alles durchsichtig. Zeichne ich auf diese Maske mit Weiß, dann siehst du, kann ich den Nebel hier ganz fein einzeichnen.
ich überdecke quasi wieder einen gewissen Teil des Bildes. Und das kann auch sehr cool aussehen. Es ist normalerweise feiner. Ich mache jetzt eine Kopie von diesem Layer, um dir eine andere Möglichkeit zu zeigen. Und zwar geht es auch anders. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Maske wieder machst, eine schwarze Maske, und gehst aufs Verlaufstool, also Verlaufswerkzeug, gehst hier oben auf dieses Symbol und sagst hier zum Beispiel auf Grundlagen, ich möchte einen Übergang haben von Schwarz auf Weiß oder von Vordergrundfarbe zu Transparent, das ist noch besser. Dann zeichnet er ja Weiß drüber, also er überdeckt einen Teil davon. Da wir eine schwarze Maske haben, ist das eigentlich genau das, was wir wollen. Klicken auf OK. Und dann kannst du hier oben eben auswählen, Radial oder Linearverlauf. Ich möchte jetzt einfach einen linearen Verlauf zu machen. Und zwar mache ich den auf die Maske drauf. Ich gehe quasi hier unten drunter und er zeichnet mir von weiß auf durchsichtig. Zumindest ist das der Plan. Und du siehst, er zeichnet hier unten sehr schön den Nebel mit ein. Kann natürlich auch öfter drüber gehen. Ist jetzt was drin, wie hier hinten zum Beispiel dieses Teil, dann kann ich hier mein Brush Tool wieder verwenden. Ich gehe auf B für Brush, gehe auf Schwarz, also drücke X und mal hier hinten drüber, weil ich diesen hässlichen Boden einfach nicht haben möchte. Und zeichne den jetzt einfach hier raus. Im Endeffekt war es das auch schon mit der Komposition. Ich kann jetzt auch noch hergehen und eine letzte Tonwertkorrektur durchführen. Die möchte ich natürlich auf meine Komposition anwenden. Also markiere ich hier diesen Layer, gehe auf Gradationskurven und kann dann eben mit einem Klick hier drauf diese Gradationskurven nur auf meine Comp anwenden, also auf meine Bildkomposition, um das Ganze einfach noch ein bisschen stimmiger zu machen. Denn so ein hochkontrastreiches Bild oder eine Komposition, die so viel Kontrast drin hat, die passt eigentlich nicht wirklich zum Nebel, weil Nebel eben Kontrast aus einem Bild wegnimmt. Ich mache dann nochmal eine Kontrastbearbeitung und schauen wir mal, ob wir den Kontrast hier noch runterschrauben können. Ja, das ist okay. Helligkeit kann man natürlich noch heller machen. Okay. Du siehst hier auch diese kleinen Häkchen, also diese kleinen Pfeile, die nach unten gehen, die bedeuten immer, dass diese Korrekturebene nur die darunter liegende Ebene beeinflusst. Wenn ich die jetzt deaktiviere, dann siehst du eben, es sieht schon wesentlich besser aus. Und was wir jetzt noch machen können, ist, wir können jetzt noch zum Beispiel einen Text einfügen. Das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, da lasse ich dir vollkommen freien Lauf. Was ich in der Vergangenheit immer schon mal festgestellt habe, ist, dass ich mich manchmal verfranse mit bestimmten Bearbeitungen, deswegen markiere ich jetzt einfach diese obersten Ebenen und mache Steuerung G für Gruppieren und sage, das hier oben ist mein Nebel, hier unten ist meine Comp und hier unten ist mein Hintergrund, deswegen Steuerung G für Gruppe und hier unten Hintergrund.
Und somit ist das Ganze ein bisschen aufgeräumter. Was ich jetzt allerdings noch machen möchte, ist ganz oben ein neuer Layer, und zwar heißt der Schwellwert. Schwellwert, zeige ich dir gleich, was das bedeutet. Wenn ich jetzt nämlich die Maus, also diesen Pfeil hier nach ganz rechts ziehe, dann ganz rechts im Histogramm ist immer überbelichtet und ganz links ist unterbelichtet. Ganz rechts sollte eigentlich weiß sein. Er zeigt mir das allerdings mit schwarz an. Das hat einen sehr guten Grund. Das ist wichtig für gewisse Homepages, wenn du wenn du dein Bild irgendeinem Kunden gibst, zum Beispiel, der das Bild auf eine Homepage stellt, für Amazon beispielsweise oder für ein Corporate Design, also für ein Firmendesign, wo eben weiß als Hintergrund vorkommt. Ich glaube, DJI ist da ziemlich weit vorne. Also die haben sehr, sehr schöne weiße Homepage. Zumindest soweit ich das in Erinnerung habe. Dann ist es ganz gut, wenn du nochmal checkst, ob wirklich die Ränder komplett rein weiß sind. Wenn es nicht der Fall ist, dann kannst du natürlich den Schwellwert hier oben aktiviert lassen. Gehst hier auf Nebel, auf diesen Layer. Schaust, dass hier diese Ebene markiert ist, gehst auf Brush, auf diese Farbe, auf die weiße Farbe und schaust, dass es wirklich ganz oben im hochweißen Bereich ist. Klickst auf OK, sagst Deckkraft 100%. Glättung ist egal, Fluss, naja, passt schon. Und dann kannst du hier einfach wirklich nochmal nachzeichnen. Ah, okay. Schaut mal den Schwellwert aus. Das ist natürlich blöd. Ich gehe nochmal auf zurück. Ich sage nämlich zuerst mal Ebenenmaske anwenden. Gehe nochmal hier drauf auf komplett weiß. Ah, okay. Es hat einfach wirklich den Grund, wie gesagt, dass manche Firmen das sehr gerne haben wollen, dass es einen nahtlosen Übergang vom weißen Rand, wenn es ein weißes Bild ist, zur weißen Hintergrundfarbe der Website hat. Bei eBay sieht man das, glaube ich, auch öfters. Das ist ein bisschen größer. Flussmeer. Schalten wir mal den Schwellwert aus. Und du siehst schon, teilweise ist so ein Rand drin. Natürlich kann man dann die Glättung ein bisschen hochschrauben. Das ist auch immer ein bisschen ein Problem mit dem, wenn das Bild nicht rein weiß ist, kann man natürlich, wenn der Schwellwert aus ist, dieses rein weiß hier noch mit reinzeichnen, also mit einem entsprechenden größeren Pinsel und vor allem mit wenig Härte. Und Glättung, also Glättung auf 100%. Und dann tatsächlich hier oben einfach nachzeichnen. Natürlich werden dann gewisse Bildelemente verschwinden, das ist aber okay. Hier ist nämlich nichts drin und die Eiswürfel sind sowieso zu sehen. Deswegen ist das jetzt eigentlich kein Problem. Schauen wir nochmal im Schwellwert nach. Sieht okay aus. Hier oben möchte ich eigentlich nicht mehr ganz so viel nachzeichnen. Schauen wir mal. Okay, da kann man hier noch diese Kanten wegzeichnen.
Und dann ist es eigentlich auch ein rein weißes Bild. Dann kannst du, wie gesagt, noch den Text einfügen und du bist im Grunde mit deinem Bild fertig. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn du Anregungen und Wünsche für dieses Tutorial hast, beziehungsweise für zukünftige Inhalte, dann schreib es am besten in die Kommentare und schreibe in die Kommentare am besten nochmal dazu, was du so fotografierst. Sind es Eiswürfel oder bist du in direkt im Highspeed-Bereich unterwegs, also zum Beispiel Geschosse, die durch, was weiß ich, ein Glas fliegen oder sonstige Sachen. Schreib es einfach mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Und ja, wenn du das magst, dann like es, teile es mit den Leuten, die das auch mögen könnten. Und ja, abonniere vielleicht auch meinen Kanal, dann bist du immer auf dem aktuellsten Stand, was Video-Tutorials betrifft. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.